der evangelische Gottesdienst zum Reformationstag in der ARD. Live aus der Passionskirche in Berlin. Das katholische Pendant dazu einen Tag später. Gottesdienst zum Fest aller Heiligen aus der Pfarrkirche in Völklingen. Im ZDF wird jeden Sonntag ein Gottesdienst übertragen, katholisch und evangelisch im Wechsel. Dazu kommt wöchentlich die bekannteste der kirchlichen Verkündigungssendungen, das Wort zum Sonntag. Bei der Bildung einer möglichen Regierung. Wenn wir von Verkündigungssendungen reden, dann ist das die weitreichend stärkste Medienarbeit, die wir in der EKD haben. Der Deutschen Bischofskonferenz ist die kirchliche Fernsehpräsenz sehr wichtig. Und wir sind fest davon überzeugt, dass die Vermittlung von Glaube auch zum Grundauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört. Also bei der Übertragung eines Gottesdienstes, das Wort zum Sonntag, dieser einschlägigen Verkündigungssendung, müsste eigentlich oben links eingeblendet werden, Werbesendung der evangelisch-katholischen Kirche, damit es wirklich klar ist, was dort stattfindet. Was im Programm stattfindet, ist nicht immer als Verkündigung im klassischen Sinn zu erkennen. So sendet der NDR 8-mal im Jahr die Talkshow Offen gesagt, verantwortet von den beiden großen Kirchen, moderiert vom Fernsehpastor im NDR. Jan Diekmann moderiert auch Tacheles, eine Diskussionsrunde der evangelischen Kirche, die 6-mal im Jahr auf Phoenix läuft. Sie die moralische Instanz einer Gesellschaft und Sie kümmern sich um die Schwachen im Land. Und bei den privaten Sendern Sat.1 und RTL laufen wöchentlich Bibelclips und auf Sat.1 noch die Talkshow So gesehen. Dass die Kirchen ein Anrecht auf Sendezeit haben, ist hier geregelt. Im Rundfunkstaatsvertrag § 42. Darin heißt es: Den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. Für den bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk gilt außerdem: Die Veranstalter, also die Sender, können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. Für die öffentlich-rechtlichen Sender wie den NDR ist die Frage der Kostenübernahme nicht ausdrücklich geregelt. Weder im Rundfunkstaatsvertrag noch in den sendereigenen Verträgen. Lediglich angemessene Sendezeit ist den Kirchen zur Verfügung zu stellen. Wer also zahlt die Kosten für die Verkündigungssendungen der Kirchen bei ARD und ZDF? Wie Sie wissen, Frau Sitter, sind ja die Kosten von den Sendern getragen. Zu 100%? Zu 100%. Wir finden diese Regelung, die sich bewährt hat, eine angemessene Regelung. Was als angemessen gilt, ist offenbar Auslegungssache. Das ZDF sendet wöchentlich eine Messe, gelegentlich auch aus dem Ausland. Zuletzt im September ein Farmgottesdienst aus Namibia. Und dabei alle Volksgruppen hoch angesehen. Davor unter anderem Paris, Kopenhagen, Istanbul, Prag und Sao Paulo in Brasilien. Die Kirchen entscheiden über Inhalte und Prediger und auch darüber, aus welcher Kirche gesendet wird. Das sind die kirchlichen Sendebeauftragten, die je nach Thema schauen, wo ist es sinnvoll. Wenn zum Beispiel ein Gottesdienst zur Eröffnung der Adveniat-Aktion aus dem Ausland übertragen werden soll, warum nicht? Wir gehen an die Ränder der Gesellschaft und da kann man auch durchaus mal gut vertreten ins Ausland gehen. Selten jedoch werden die Gottesdienste vom Rand der Gesellschaft übertragen. In der Regel sind es schön ausgeleuchtete Kirchen im Aus- und Inland. Die Produktion ist aufwendig, meist 4 bis 5 Kameras, Dutzende Scheinwerfer, tausende Meter Kabel, 2 bis 4 Tage Produktionszeit vor Ort. Wie hoch die Durchschnittskosten für die kirchlichen Verkündigungssendungen sind, wollen die Sender gegenüber ZAP nicht preisgeben. Die Kosten variieren und differieren, so die immer gleiche Begründung. Der Grund, die unterschiedliche Bauart und Größe der Kirchen. Einzig der NDR gibt Produktionskosten von 30.000 bis 65.000 Euro an. Hinzu kommen aber noch anteilige Betriebskosten. So kostet ein Gottesdienst geschätzt um die 100.000 Euro. 18 Gottesdienste sendet die ARD dieses Jahr, 54 das ZDF. Geschätzte Kosten 5 bis 7 Millionen Euro. Für die Sender, also die Gebührenzahler. Dabei erhalten die beiden großen Kirchen zusammen fast 10 Milliarden Euro Kirchensteuern im Jahr. Das Budget für Medienarbeit rund 30 Millionen.
Für die Verkündigungssendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen sie jedoch kaum etwas. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen jetzt auf Sie zukommen würden, wären Sie bereit, auch zu sagen, wir übernehmen da einen Teil der Kosten? Wenn diese Frage auf mich zukommt, dann werde ich und dann wird die evangelische Kirche das mit den Sendern besprechen und nicht vorab Mutmaßungen im Fernsehen darüber anstellen. Wir können über alles reden, ich würde keine Zusagen machen. Ein Gesprächssignal von Seiten der Kirchen und eine überraschende Antwort vom Kirchenkoordinator der ARD. Die Kosten für die Verkündigungssendung werden von Rundfunkanstalten getragen. Und das ist auch was, was wir so wollen. Denn das sichert uns die Unabhängigkeit gegenüber den Kirchen. Kann man nicht sagen, redaktionelle Autonomie haben wir sowieso nicht, auch jetzt schon nicht. Also, dann ist das Sache der Kirchen, dann sollen sie aber auch dafür bezahlen. Ich denke, dass wir dann keine Eingriffsmöglichkeit mehr hätten, wenn wir einen Ort, einen Prediger oder einen Inhalt nicht haben wollten. Ort, Prediger und Inhalt, Faktoren, die auch heute von den Kirchen bestimmt werden. Auch das ZDF sieht keinen Bedarf, die Kirchen finanziell an den Verkündigungssendungen zu beteiligen. Einige Sender sind besonders großzügig, stellen Gesendetes für die Internetportale katholisch.de und evangelisch.de zur Verfügung. Diese kostenlose Weitergabe zeigt einfach das Prinzip, wie es funktioniert. Eigentlich müssten die sagen, wenn ihr es verwerten wollt, dann bitteschön müsst ihr dann an den Sender doch zumindest einen Kostenanteil erstatten. Tun sie nicht, brauchen sie nicht, es wird von ihnen nicht abgefordert. Warum sollten sie es tun?